Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder im Windrad-Sort-Simulator zur wahren 12. Folge. Genau, warum wahren? Ich habe vorher schon mal eine aufgenommen, bei der ich die Sonnenbahn versucht habe zu garagieren. Es gab dann noch ein paar Probleme. Es war dann ziemlich langweilig für euch. Ich war da dann halt nur am Rumbasteln, hin und her laufen und Schalter drücken, bis dann alles draußen ist. Das habe ich euch jetzt einfach erspart und habe jetzt eine neue 12. Folge aufgenommen. Genau. Das Licht brauchen wir natürlich. Ich mache die Eile mal an. Die Leute sind da schon weg. Wir haben letztes Mal den Wind gesehen. Der Wind zog ja von hier unten quer drüber bis hier hoch. Die Almbahn ging noch. Die Falknickbahn konnte gar nicht erst öffnen. Und die Dorfbahn war auch ein bisschen im Wind. Und dann haben wir den ganzen Betrieb angeschaut und am Schluss auch noch eben mit dem Garagieren der Sonnenbahn begonnen. Schaut es euch doch auf jeden Fall auch noch an. Heute aber möchten wir die Dorfbahn beschicken. Garagieren. Und dazu machen wir das Tempo etwas hoch. Ich mache jetzt nicht zu viel an, da der Wind immer noch recht hoch ist. Dementsprechend ist jetzt gleich lauter und hoher, logisch. Ja, und jetzt warten wir doch mal ab, bis die der Ziehst oben ankommt. Können schon mal den Bahnhof öffnen und die Steuerspannung anmachen. Ist halt dunkel da. Gehen wir doch mal kurz in die Station hoch und sagen da noch kurz gute Nacht. Aber hier oben passt alles natürlich so wie immer. Ja, hier oben passt auf jeden Fall alles. Der Zies, der kommt sicher bald an. Wir haben um 7 nach Rostlauf zugemacht. Dann sollte der, das können wir ausrechnen, wie lange ist die? Die ist 1,5 Kilometer lang und wir fahren knapp 5 Meter die Sekunden. Ja, dann brauchen wir die 1500 Meter. Das wären dann 300 Sekunden. Nee, keine Ahnung. Doch, es ist schon möglich, 300 Sekunden. Jetzt müssen wir es nur noch in Minuten haben. Aha, da ist er ja. Ersparen wir uns doch das mit dem Ausrechnen. 4 MS. Dann können wir gleich auf langsam fahren. So. Sucht das jetzt mal von hier aus so wie dann, wie sie es im Realen zum Teil machen. Die zu faul sind, die keine Lust haben, dann einmal dorthin gehen, dann wieder alles umschalten. Aber trotzdem müssen wir kurz schauen. Ich habe perfekt angehalten. Gehen wir noch mal kurz rein und machen das Parksystem auf Garagieren. Ja, Garagieren, da ist es ja. Hier drin passt alles, aber der soll die Station abmelden.
will das alleine machen. Und jetzt können wir die Weichen schwenken. Ja, und nachher muss ich auch mal die ganzen Häge hier wegmachen. Das stört irgendwie beim Arbeiten. So, Anwurf. Die Weiche ist drin. Ich frage mich, was das Tutorial da immer vorschlägt. Das geht ja auch ohne. Und da muss man dorthin, muss man auch noch was machen. Was auch immer. Auf jeden Fall ist der Lift unten und wir können anfahren. So. Raschiert ist schön und wir müssen noch einen Zis drücken. Doch das ist noch lange nicht die letzte. Die letzte ist die 20. Gekriegt. Ich finde es ganz schön, dass es da immer bimmelt. Und im Realen würden wir jetzt dann da einen Punkt sehen, der da über diese Linie fährt. Nee, der da über diese Linie fährt. Okay. So, dann, ja, wollten die Dinger abfahren. Oh Gott, die fährt die Liste kommen davon. So, weg und auch weg. Licht brauchen wir noch. Jo, setzen wir uns ja hin. Genießen die Garagierung, Zeitklärung rein und abwarten. Ja, liebe Gondel, geht's da gut heute? Da kommt schon die nächste. So, jetzt möchte ich schauen, die wackeln da ja wirklich extrem. Ich kann mich nicht erinnern, ob das in einem Schleifenbahnhof so extrem ist. Aber ich weiß es nicht. Ah, es geht ja. Ja, das ist logisch, im Schleifenbahnhof rollen die direkt dahin, weil es ja da durchab geht, aber im Stiglitz-Bahnhof werden die ja da hochgeschoben eigentlich, weil es hoch geht, aber ob die wirklich so extrem und schnell da kommen, könnte ich jetzt nicht sagen. Stiglitz-Bahnhof ist eigentlich im Beschicken, musst die Weiche schwenken und dann gehst erstmal kurz hinten. Hindere und schaust, ob die letzte Gondel fährt. Normalerweise sollten dann zwischen den Abständen keine zwischen den Gondeln keine Abstände mehr sein, aber es gibt ja auch, dass mal eine nicht so schön rollt, wenn das Rad oben nicht mehr so gefettet ist. Ja, dann muss man zum Teil etwas nachhelfen, aber normalerweise geht das alles gut. Ja.
Okay. Das ist natürlich cool. Dann ist schon die Folge schon. Wir haben... jetzt 10 Minuten. Dann haben wir noch locker ein bisschen Zeit. Da fährt sie jetzt gleich raus. Sind wir auch ganz genau in der Hälfte vom Garagieren. Es geht irgendwie einfach nicht so vorwärts. Braucht halt seine Zeit. Wir können ja schon mal schauen, wie es mit unserem Geld aussieht. Die Finanzen. Oh, ich habe eine vorragende Leistung. Die Seilwand und das Wetter sind nicht mehr groß hochgekommen. Die Pisten sind auch noch mal etwas runter. Und ja, wir können das Wetter von morgen anschauen. Wir haben in der Nacht bis am Morgen leichter Schneefall und auch am Vormittag, am Nachmittag haben wir endlich Wolken los. Ja, dann kommen vielleicht ein paar Leute und abends schließlich leicht bewölkt. Okay, Lawinenwarnstufe ist dann nicht so extrem. Wir können dann mal schauen, wo wir präparieren oder wo wir sprengen und wo wir nicht sprengen. Für den Pistenmüll kaufen, den größeren reicht es uns immer noch nicht. Momentan gehören uns ja die 5, da die 4, die 3 und die 8. Wenn ich mich nicht total täusche, gab es vor langer Zeit eine Abstimmung, ob ich 3 kaufen soll oder gemietet lassen. Kaufpreis liegt bei 50.000 und wir haben 68. Haben wir knapp noch 18 und das ist mir zu wenig. Wir warten, morgen verdienen wir vielleicht mehr, dann kaufen wir mal die Piste 3 ab. Dann werde ich ein bisschen spielen, ein paar Tage und so. Dann haben wir vielleicht mehr Geld und können uns dann endlich den Pistenbuddy kaufen. Genau, aber erstmal garagieren wir fertig. Sind wir von hier oben mehr? Ein bisschen mehr, aber wir. Aha! Ja, was sind. Demnächst fertig, die trifft jetzt gleich ein, die letzte. Tor öffne dich. So, runter. So. Wunderbar, aufpassen. Ja, wir haben schon 5:30 und wir haben noch nicht garagiert. Das geht so nicht. Aber. Doch, das geht schon. Falls ihr euch fragt, warum im Moment nicht so viele Folgen von dem Projekt kommen, ganz einfach, es ist im Moment mehr der Fokus auf mein Gebiet 2 und dies halt. Und ich möchte eigentlich auch bald wieder mal mit Alice starten. Auf jeden Fall wollen wir erst mal Montag und Mittwoch das mein Gebiet 2 lassen oder dann wann es mein Gebiet 1 auf mein Gebiet 2 auf Montag sitzen, dann werden wir dieses Projekt da, das gerade läuft, auf dem Mittwoch machen, Freitag Gilles und am Samstag haben Snowcraft und ich auch mal was für euch, was denn dort kommen sollte. Ja, oder auch eben am Mittwoch und das am Samstag. Mal schauen. Wir werden sehen. Ich glaube jetzt aber, die Folge seht ihr noch am Samstag. Ja, sonst geht es nicht auf, denn ich habe für die nächsten 4 Wochen mein Gebiet 2 auf dem Grund. So. Komm da, vorwärts. So, die Strophe, dann können wir
anhalten. So, dann gehen wir rein, machen die die Garagierung aus. Dann können wir ausschalten. Das war falsche Tür. Ja, wir haben die Bahn garagiert und ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zusehen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Vielleicht ist schon eine Zeit vergangen. Ja, auf jeden Fall schaut doch auch wieder vorbei. Ich freue mich auf euch. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.